Kann ich da auf die andere Seite auch? An dem Balken? Nee, ne. Ich kann mir auf jeden Fall da auf die andere Seite springen. Und mich da festhalten. Bin ich überhaupt? Oh, hier gibt es nur ein Lager. Okay, scheiße. Ich habe hier irgendwo einen Sack vergessen. Zum Verbrennen. Das heißt, ich muss dann irgendwie irgendwann nochmal hierher zurück. Scheiße. Also brauche ich hier gar nicht an den Sack zu gucken. Hier gibt es nur irgendwo ein Lager. Wenn es hier nur ein Lager gibt, kann ich auch durchrennen. Oh. Das ist Messias. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus dem Mikroskop. Was interessiert mich alles so daran? Da sind Leute in den Sturm eingeschossen. Tun die mir leid? Ich weiß ja nicht. Oh, ich habe nur noch meinen Bogen. Her damit. Geronimo! Wo sind wir denn hier? Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Ach ja. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Der hat doch irgendetwas hinter den Ohren. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist.
Emikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri! Bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Na super. Oh. Ach komm, ich hab dich am Kopf erwischt sogar. Immer in Bewegung, da hat sie schon recht. Wow. Noch einer? Nee. Jetzt habe ich aus Versehen schwarz-weiß gemacht. Der klang aus und nach Flammenvernudeln. Uiuiuiui. Hey! Sieh mal an, was ich gefunden habe. Ja, der ist mir eh zu langsam. Ja, ja, schrei du nur. Hab ich jetzt alle eingesammelt? Nee. Jetzt habe ich alle. Nein! Ups. Das will ich doch mal ausprobieren. Geht doch. Ich brauche ein Lager. Ich kann meine Schrotflinte verbessern. So, das Spiel ist zwar auch schwer, aber scheinbar doch leichter zu schaffen als gedacht. Aufnehmen geht nicht, ist voll. Auch voll. Unfassbar. So, dahinter kann ich wohl nicht gehen. Da burnt ja alles. Okay, das war's dann wohl. Ab ins Licht.
am anderen Ende. Kämpfen sich den Weg aus dem Palast frei. Hm. Da liegt ein Buch. Ich hatte jetzt gedacht, das könnte ich einsammeln. Nee, kann ich nicht einsammeln. Niemand legt sich mit Lady Croft an. Aua. So einer schon wieder. Komm her. Zeit für dich zu sterben. Das war wohl nix. Das ist aber auch nix. Hm. Eieiei. Komm her. Was? War immer noch nicht tot? So kann man Munition sparen. Erst recht, wenn es nur einer von denen ist. So, einer schon wieder. Hui. Geht es bei dem auch? Scheinbar. Nee, immer noch nicht. Dann halt so. So geht's ja wohl. Bekanntlich auch mit Schießen. So, gibt es sonst noch was? Nickes? Nickes? Die Vasen halten ganz schön was aus.